Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister im Islam, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fitra Real Talk. Heute wollen wir das Thema behandeln über die Entstehung des Koran, des edlen Koran, und hierzu haben wir wieder mal den Bruder Hamdi. Achi, kannst du uns erklären, wie der Koran richtig bzw. chronologisch offenbart wurde, zu welchem Anlass er offenbart wurde, und damit wir halt Klarheit in dieser Sache haben, was es halt damit auf sich hat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darf ich eine Vers wieder? Das gehört zu dieser Themen ungefähr. Natürlich, natürlich. Bitte. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يزاكت. Denken Sie nicht nach Koran? Denken Sie, nur ein bisschen an Schalten gehen. Man wäre nicht von Allah, da wird es wieder Widersprüche. Mhm. Wie viele Leute versuchen, die zu finden, Widersprüche. Und am Ende, was du denen erklärst, dann verstehen die das. Das ist kein Widerspruch, das ist nur ihr Missverständnis. Also es ist quasi ein Ansporn von Allah, die Menschen quasi herauszufordern, denkt nach über den Koran, aber richtig, nach den richtigen Quellen zu suchen. Genau. Dann schauen wir mal, ob die wirklich einen Widerspruch finden. Zurück zu der Herabsendung. Kannst du uns kurz erklären, wie der Koran offenbart wurde? Der Koran, wie er überhaupt zustande kam quasi? Der Koran ist offenbart. Allah Azza wa Jal gibt das Jibril. Jibril ist Gabriel. Jibril. Und Jibril bringt das zu die Botschaft, zu den Propheten. Mhm. Ob Evangelium, Tora, Zabur, ist die Psalm, Zabur, Koran. Der Koran ist der letzte Botschaft also von Allah. Also es war immer der gleiche Ablauf. Der gleiche Ablauf. Jibril. Okay. Ist immer, der bringt die Botschaft. Und der bringt das zu Prophet Muhammad. Er lernt ihm bei. Wie? Weil der Prophet kann nicht lesen, kann nicht schreiben. Mhm, er lernt ihm auswendig. Auswendig. Und alle Propheten kennen das auch. Die werden das auswendig lernen. Ist wie in ihrem Herz wird das gelegen, dieser Koran. Und immer so. Wenn jede Situation man gibt, da kommt Jibril a.s. und offenbart ihn. Nach der Situation. Okay. Also es ist auch situationsbedingt. Situationbedingt. Da. Frauen, Scheidung, Krieg, Beute, okay. Egal was. Das ist Jibril a.s., der Engel Gabriel ist gekommen, Jibril a.s. ist gekommen und hat das offenbart, Prophet Muhammad s.a.w. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gerufen seine Gefährte. Ja. Und hat das zitiert, und dann haben die geschrieben, und dann hat nochmal gesagt, lies, was ihr geschrieben habt. Dann haben die das gelesen, zum Kontrolle, Check nochmal, okay, ja. Und dann haben die das vor ihm auch rezitiert, auswendig. Also auch lernen rezitiert. Die auch. Rezitiert auch. Schriftlich und mündlich. Genau. Und hier möchte ich sagen, ein angeblicher Missionar hat gesagt, Muhammad sagt, sallallahu alaihi wa sallam, Iqra. Und ihr wisst schon, wer meine ich. Dieser kluge Missionar, Iqra, aber er kann nicht lesen. Was hat er da zum Lesen? Wenn er es ihm liest, sagte der Engel. Iqra bedeutet, ja, Monsieur, auf Arabisch heißt er nachsprechen, lesen, rezitieren. Hat viele Bedeutung. Deswegen machen die diese Fehler wie sallallahu alaihi wasallam, oh Allah betet. Nein, das ist nur ein Wort, ala. Sallallahu ala Muhammad und nicht Salla ila. Wenn Salla ila, das heißt, er betet für. Wir Muslime, Salla ila, wir beten Allah. Aber Salla ala ist seine Segnung auf. Ala ist auf. Bitte frag uns und nicht die Experten. Also, das Wort Iqra an sich hat viele Bedeutungen in dem Kontext, weil viele behaupten ja, dass der Engel Jibril a.s. den Propheten a.s. fast erwürgt hätte und gesagt, lies, obwohl er nicht lesen konnte. Und das ist nicht erwürgt, hat ihn festgehalten, ja, dass er spürt, ja, das ist was. Behaupten das halt. Ja, das ist krank. Ich habe das immer erklärt. Sie sagte, lies, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Genau. Lies im Namen deinen Herrn. Der Prophet Muhammad a.s.
er war nicht vorbereitet, dass er Prophet und wer das ist, hat das nicht verstanden. Wer spricht mit ihm? Ja. Dann muss ihm das, hat ihm angefasst, festgehalten zu ihm, nicht erwürgt, festgehalten, dass er realisiert, dass jemand redet mit ihm. Okay. So, das erinnert mich an die Geschichte von Maryam alaihissalam, als Jibril alaihissalam, als Jibril alaihissalam zu ihr kam und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin hier, um dir die frohe Botschaft zu verkünden, ja, eines Jungens. Genau. Ja, und gibt es auch die sagen da, Mohammed Sassum hat Angst. Aber wenn der Engel kommt, in der Bibel nicht, das stimmt gar nicht. Ich glaube sogar erwähnt in Jesaja oder in Daniel, ich glaube der Prophet Jesaja in der Bibel, wenn ihm erschienen der Engel Daniel, der Engel Jibreel, ist am Boden gefallen, von Furcht. Aber die lesen nicht ihre Bibel. Die nur zeigen auf Koran, auf Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Wenn die lesen ihre Bibel, die haben keine andere Möglichkeit, außer das Islam zu nehmen. Ja, da wären wir wieder bei dem Anfangsvers, würden sie über den Koran nachsinnen, so wie es richtig gehört, dann würden sie keinen Widerspruch finden. Inshallah. Zurück zur Herabsendung des Koran. Wie ging es dann weiter, Achi? Nachdem Jibril a.s. den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran offenbart hat, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann gemacht? Wie ich gesagt habe, hat gerufen seine Anhänger. Wie kamen diese Offenbarungen zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wie kommt? Genau. Ja, durch den Jibril alaihi salam. Genau, aber es gibt diese Hadith, die besagen, manchmal kam es wie ein Glockenschlag, manchmal kam es ruhig und... Ja, das ist manchmal, das stimmt, wie eine Glocken, mhm, wie der ist von Familie, ich habe vergessen seinen Namen, von Khadija, die erste Frau von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, diesen Namus, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm erzählt, was mit ihm passiert, dass der Jibril ist ihm gekommen, aber hat nicht verstanden, was er hat gesagt. Ja, er hat, und diese von Familie, ich glaube Ibn Waraqa, hat gesagt, genau das gleiche Namus, das heißt der Namus, diese Glocke, das ist gleich, was zu Moses gekommen, weil das war ein Christ und er weiß von seiner, von was redete. Ja. Das gesagt, genau das gleiche. Dann hat gesagt, O Muhammad, wenn ich bleibe am Leben, ich werde dich ansuruk, wie sagen wir das? Unterstützen. Weil er hat das gewusst, das ist okay. ein Prophet. Subhanallah. Und ja, und braucht man nicht in die Geschichte rein, warum die Juden haben sich auch in Medina gewandert. Weil die waren keine Juden früher und dann haben sich dann gewandert mit der Zeit. Das haben wir das schon ist was anderes, weil die warten auf einen Prophet und ja, und. Dann haben die gewusst, es kommt ein Prophet aus Arabien, weil es steht in der Bibel. Und der Koran, wie wir vorhin gesagt haben, wurde ja situationsbedingt herabgesandt. Also je nach den Geschehnissen, was passiert ist. Gab es auch weitere Gründe zur Herabsendung des Koran oder war das? Das ist, wie ich gesagt habe, nach der Situation, was da gibt, Frage, zum Beispiel auch wenn einer manchmal, die sagen, dass Muhammad war das auch ortsbedingt, wo der Prophet auch ist? Ja, auch ortsbedingt, auch Situation, sogar Allah und offenbart. Zeitbedingt wahrscheinlich. Und Zeit, ja klar, das ist sowieso. Aber zum Beispiel ein Mann kommt blind, Prophet Muhammad macht Dauer mit die Herrscher von Quraischiten dort. Und eine Blinde ist gekommen, wie in Frage. Muhammad sallallahu alaihi war nicht böse, aber er wollte einfach, weil diese Herrscher von Quraischiten, die Reiche dort bekannt, wenn die nehmen Islam an, dann werden alle Völker ihrem Stämme werden nehmen. Wa? Der Prophet Muhammad hat so gemeint, was? Und dann hat gedreht. So, da war eine Blinde, wie in Frage, hat sich umgedreht. Allah hat herabgesandt, über siebten Himmel, er tadelt ihn. Abasa wa tawalla, iz ja'ahu al-a'ma. Wenn Abasa, das heißt, er hat sich seine Stirn so gemacht, und dass der Blind ist zu ihm gekommen. Vielleicht diese Blind ist besser wie die. Er tadelt ihm Allah. Stell dir vor, du schreibst ein Buch, tadelst du dich selber. Wie kann man so krank sein? Das kann man, das, jeder versucht sich selber gut darzustellen. Ja. Oder? Ja. Und er tadelt ihn. Ein Beispiel. Siehst? Und der Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gibt es raus einfach, dass dieser Buch, dass Allah hat ihm getadelt. Der muss normal, muss das verstecken, oder? Nein, er gibt es raus. Aber schreib noch dazu, sagt er. Und erklärt dann, warum. Weil ich habe mir das gemacht mit dieser Blinde und Allah hat ihm... Achi, schau, wenn der Mensch lesen, vielleicht kann ich so viel erklären, Achi, über Koran, du wirst nie... Zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreibe. Erste, was mache ich? Meine Mutter ist die Beste, oder? Genau, ja. Meine Tochter ist die Beste. Muhammad sallallahu alaihi wasallam schreibt, die beste Frau ist Maryam,
Maria. Subhanallah. Und die Maria ist die Juden. Und quasi die Gegner von den Muslimen. Also laut christlicher Sicht ist sie Juden. Die ist Juden. Ja, sehr Jude. Die Maria, a.s. sehr Judin. Von dem jüdischen Stamm. Genau. Aber Muhammad s.a.w. elevated sie. Was, wie sagen wir das? Erhört sie. Sagte, sie ist die beste Frau. Subhanallah. Allah hat sie auserwählt. Subhanallah. Wenn wäre Muhammad s.a.w. diese Buch er geschrieben, er wird schreiben seine Mutter, die Beste, oder seine Frau. Nein, er schreibt, quasi von seiner Feinde ist die beste Frau. Bitte geh hineinschalten. Das geht nicht so. Das muss ein Mensch, das heißt, dieser Mensch, er spricht nicht von sich selber. Das ist alles vom Bank von Allah. Mach es, du bist ein Prophet Gottes, mach das. Was ich dir offenbar, verkündigt das. Subhanallah. Viele behaupten ja auch, dass der Koran durch so nach dem System Stille Post weitergegeben wurde. Inwiefern stimmt das? Was Stille Post? Der Koran wird rezitiert. Einen herrlichen Tag. So viel Überlieferung. Ich weiß, wie er sagt das. Ich weiß. Der versucht zu lügen. Angeblich war Muslim und auf einmal nicht Muslim. Und wie könnt ihr sowas glauben? Ein Mensch bitte wegen einer Frau ertritt den Islam, weil sie will nicht zurück zu ihm, verlässt Islam wieder. Wie könnt ihr sowas an mich noch glauben? Das verstehe ich nicht. Ich will nicht einmal seinen Namen erwähnen, weil dieser Mensch genau hat mir diese alle Frage, da gibt es eine Frau, hat uns geschrieben, heißt Tavanis oder so, dieser Mensch, der mit dir schreibt, versucht dich zu lügen, mit mir stundenlang, habe ihm alles erklärt, hat mir angerufen, habe ich ihm alles erklärt. Da war erstaunlich, er selber sagt, Wahnsinn. Alles war für ihn klar, was angeblich Widersprüche. Und dann kommt er auf einmal aus Dritten von Islam und attackiert Muslime. Okay, nicht einmal Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Was bedeutet? Er zitiert Surat al-Fatiha und sagt, das ist der Glaubensbekenntnis. Wie kannst du an mich glauben, subhanallah? Aber egal, bleiben wir bei unserem Thema. Was stimmt jetzt genau an dieser Schubha? Also. Das stimmt nicht. Der Koran wird rezitiert öffentlich. Jeder hat das gehört. Zum Beispiel gibt es Haditha, Muhammad s.a.w. es zitiert. Die kommen, die Qurayshin sogar und hören die, wie er zitiert. Das heißt, er zitiert das öffentlich. Wie stiller Post. Wie? Mhm. Wenn die in Mekka zum Beispiel, bevor das Hijra, bevor das Auswandern, Sahabi steht auf bei Mekka und sagt, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Das ist Surat Kafir. Wenn wäre der stille Post, dann werde das nicht so. Alle Menschen wissen, das gibt es einen Koran, das wird offenbart. Die wissen ganz genau, wie dieser Koran wird offenbart. Achso, stimmt nicht, der stille Post, das ist beim Chinesen oder bei ihm vielleicht, keine Ahnung. Nein, bei uns gibt es keine stille Post. Und wir haben den Koran, Muhammad s.a.w. bekommen, gleich offenbart, gleich rezitiert und hat beigebracht seine Sahaba. Und seine Sahaba haben das auch geschrieben. Und er macht das noch Kontrolle. Das wäre dann der nächste Punkt, dass die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Koran ja niedergeschrieben haben. Also es wiederum eine Widerlegung der Behauptung, dass es stille Postsystem war. Ja, das stimmt. Weil sie es ja niedergeschrieben haben, somit konnte es jeder lesen. Und das führt uns gleich zu der nächsten Frage. Der Koran, der wurde ja verfasst, also niedergeschrieben. Aber nicht direkt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern von seinen Jüngern. Warum gibt es dann so viele unterschiedliche Lesearten bzw. Schriftarten? Auf Arabisch heißt es Ahruf. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn es doch nur einen Koran gibt, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Schau, diese Ahruf gibt es in Sahih al-Bukhari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Engel Jibril alaihi wasallam ist zu ihm gekommen. Hat ihm der Koran beigebracht, und ich frage ihn, und er gibt mir noch mehr Dialekt. Schiss, das sind wie Dialekt, okay. Ahruf. Bis er ihm gegeben sieben Dialekt. Sieben Ahruf. Mhm. Leseart. Sieben. Leseart. Und hat gesagt, Jibril. Also keine Versionen, weil viele meinen, das sind verschiedene Koran-Versionen. Nein, nicht Versionen, Ahruf. Okay. Leseart. Ich erkläre dir. Und das ist sogar, Leute glauben, das ist eine Wunder sogar. Und ich will euch jetzt beweisen, eine Wunder vor eurer Augen, dass diese Leute hören auf zu lügen. Diese sieben Arten hat gesagt, Jibril spricht nicht auch von seinen Gelüsten, nur was Allah ihm offenbart, weil diese sieben Arten von Allah azzawajal, lese, hat ihm gesagt, von deiner Umma, von deiner Gemeinde, oder der Muslim ist, der das lesen, egal welcher, ist der Koran.
und hat es richtig getroffen. Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel Surat Al-Ahzab 40. Ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatama an-nabiyyin. Surat Al-Ahzab 40. Das ist Muhammad ist nicht ein Vater von eurer ein Mann von eurer ein Vater Muhammad ibn ein Vater von eurer Männer, aber er ist ein Prophet und Khatam ist das Ziel. Ziel. Okay. Ziel der Prophet. Deswegen gibt es ein paar Sekten, die sagen, nein, Muhammad ist nicht das Ziel. Und haben die einen neuen Propheten gefunden. Siegel der Prophet. Siegel der Prophet. Das ist das Ziel, Abschluss. Die gleiche Vers in anderer Qira'a. Da sagte, erste Qira'a Khatam ist ein Asim. Qira'at Asim. Qira'at Asim. Diese Art von Asim. Also die Dialekte haben Namen, wie sie heißen. Asim. Ja, Asim ist eine Qara. Okay. Eine Hafiz Koran, auswendig Koran. Rezitato. Okay. Rezitato. Jetzt, das zweite ist von Al-Baqun. Ma kana Muhammadan aba ahadan, das gleiche. Muhammad ist nicht ein Vater von eurem Männern. Walakin Rasulullah wa khatim an-nabiyyin. Erst ist Khatam, und dann ist Khatim. Khatim ist das heißt schon, Khatim, weißt du? Ring, Schmuck, die Propheten. Aha. Schau, mit nur einer Khatim, nur der Buchstabe, Khatim, und unten Khatim, nur eine Vowel, sag mal auf Englisch, wie sagt man das auf Deutsch? Diese Umlaut. Selbstlaut. Ja. Verändert, nur ein Selbstlaut verändert. Hat uns eine ganz andere Bedeutung. Ohne dass Allah zu sagen, zum Beispiel, Muhammad ist nicht ein Mann, ein Vater von euren Männern und er ist das Ziel. Die Propheten. Und es ist der Schmuck, die Propheten. Und er ist der letzte Propheten. Nein, nur mit einer Veränderung. Das ist nicht wie das, das ist Subhanallah. Die sagen so viel Koran. Nein, das ist eine Leseart und mit dem Subhanallah eine Wunder entstanden. Nur eine Umlaut verändert, hast du eine ganz andere Meinung. Also eine ganz andere Info. In der gleichen Sura. Das ist eine Wunde. Und kein Widerspruch. So deswegen, أَفَلَا يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنِ. Bitte übersetzt das. Das ist dann würden deswegen. Sie über den Koran nachdenken. Nachdenken. Dann würden Sie wahrlich viel Widerspruch finden. Also wenn es von jemand anderem wäre als von Allah. Soll ich dir noch ein Beispiel geben? Von mir? Bitte, Bruder, ja. Zum Beispiel die Zeit nehmen wir uns. Ja, Surat al-Hujurat. Die sagen, es sind 6 Koran und keine Ahnung, 24 Koran. Stimmt nicht. Das sind Leseart. Ich gebe euch noch Surat al-Hujurat 6. Ja, ayyuha alladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba, fatabayyanu. O ihr glaubt, wenn einer Fasik an den Heuchlein, Lügner, zu euch mit einer Info, einer Nachricht kommt, tabayyanu. Wie sagt man das auf Deutsch? Vergewissert euch. Vergewisst euch. Tabayyanu. Stellt klar. Genau. Das ist von Leseart von Baqun. Jetzt Hamza und Kisani und Khalaf, das sind eine andere Leseart. Sagte, ja, ayyuha alladhina amanu, o ihr glaubt, wenn eine Fasik, ein Heuch zu euch kommt, fatathabbatu, was heißt das, tabayyanu, tathabbatu, wenn einer kein Arabisch kann, wie diese Typen, die sagen, sallallahu alaihi wasallam, Allah macht Gebet, wie krank ist, a'udhu billah, mit Allah zu sein, fatabayyanu, macht euch gewiss. Genau, macht euch klar. Tathabbatu, macht euch klar. Tathabbat, genau das gleiche Wort, aber geht noch mehr klar. Und das ist, man hört sich dabei ja nur tathabbat. Und wenn einer kann keine Arabisch sagen, oh, das ist was anderes. Nein, das ist genau das gleiche. Zum Beispiel, erste Sura, was die Muslime alle rezitieren. Al-Fatiha. Ja. Der Muslim, der betet, rezitiert das 17 Mal mindestens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Zum Beispiel Nordafrika, diese, lesen Sie, Malik, Malik Yawmiddin. Und unten, wo Syrien und sagen Malik Yawmiddin. Malik und Malik ist eine andere Leseart. Die Leute sagen, was ist das? Das ist ein anderer Koran. Nein. Malik, der Herrscher, der Tag der Abrechnung. Und Malik, der König, der Tag der Abrechnung. Ist das ein anderer Koran? Also die Bedeutung ist immer dieselbe, nur die Wörter ändern sich. Genau. Minimal, muss man sagen. Und dann gibt ein anderer, und dann noch, das macht das reicher, die Bedeutung. Ja, das ist Wunder. Vielfältiger, ja. Das ist Wunder. Zum Beispiel, auch in der gleichen Sura, sagt er, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Das kannst du, oder? Genau, ja. Gibt es eine andere Art, Irshidna Sirat al-Mustaqim.
Das heißt, leitet uns rechts, dann war dann geraden Weg. Genau, ja. Dann andere ist Irschidna. Ehedina und Irschidna. Was ist das? Irschidna ist was anderes. Nein, Irschidna auch leitet uns rechts. Genau das Gleiche. Das ist wahnsinnig. Der Koran, er verleiht der Baron den Koran. Denken die nicht so quellig nach dem Koran? Das ist eine Wunde von Allah. Lokana ma'indillah wäre von Allah, von anderen außer Allah, finden die Widersprüche. Habt ihr jetzt verstanden, was ist Leseart? Und das ist der Leseart. Subhanallah. Was immer. Kann man, würden wir jetzt dieses Argument auch woanders implizieren können, wie zum Beispiel in der Bibel? Niemals. Weil zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Das sind Leseart. Genau. Was wir geredet haben, ist Leseart. Das macht dann noch den, nicht Widerspruch, aber das macht dann noch den, den Text reicher, mehr zu verstehen. Aus, statt dass Allah herabsandet, noch eine Vers und erklärt uns, wie ich das gesagt habe. Nein, mit nur einer Umlaut ist unten und oben. Subhanallah, gibt uns noch eine neue und noch reicher zu verstehen. Aber Widerspruch bedeutet Genesis 2,2. Das ist ein Widerspruch. Am siebten Tag vollendet Gott das Werk, das er geschaffen hat. Und er reut am siebten Tag. Macht Pause, Kaffee, Prost. Das ist menschlich, das ist nicht Allah Azza wa Jal. Das ist Mensch, aber hört zu, was die Bibel sagt. Dann macht es, ich weiß, dass viele versuchen, sich das zu erklären. Dann macht er Pause, ja. Siebter Tag. Dann ruht er sich aus. Ja. Hör, das ist Widerspruch. Okay. Jesaja 40, 28. Weißt du es nicht, hörst du nicht, der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt. Allahu Akbar. Das ist ein klarer Widerspruch und nicht Leseart. Allahu Akbar. Hier in Genesis 2,2 sagt müde. Hier, er wird nicht müde. Wir haben dann Koran, Allah sagte, Kontrolle der Koran über die andere Schrift. In Genesis, rejected. Das ist eine Lüge. Aber in Jesaja, bestätigt das. Aber Allah sagte, Allah schafft Himmel und Erde und macht uns nicht müde, so was. Seine Schöpfung, das ist Allah. Soll ich euch noch geben? Oder Ayatul Kursi, da bestätigen wir nochmal, dass Allah weder schläft, noch schlummert, noch sich ausruht. Ja, zum Beispiel, ich gebe euch mal Neues Testament, weil viele sagen, ja, das ist nur... Ja, wir leben nach dem, ja. Nach dem Neuen zum Beispiel ein Neues Testament. Zum Beispiel die Verklärung Jesus. Lukas 9, 28. Merkt ihr das bitte? Hoch ganz genau. 9, 28. Hoch. Etwa 8 Tage, etwa haben die das dazu gegeben. Ich erkläre euch das später. Etwa 8 Tage nach diesem Rede nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakob beiseite und stieg auf einen Berg zu beten, und während der betet, veränderte sich aus Sehen und die Verklärung von Jesus, das kennt jeder. Etwa 8 Tage nach. Die Verklärung Jesus, die gleiche Geschichte, nicht anders. Gleiche Geschichte und nicht Leseart. Matthäus 17, 1. 6 Tage danach. War 8 Tage, oder? Ja. Jetzt 6 Tage danach, Jakob. Nimmt Jesus Petrus, Jakob und dessen Bruder Johannes und wird er von ihren Augen verwandelt. Das ist die gleiche Geschichte. Was ist jetzt? 8 Tage oder 6 Tage? Du, liebe, du weißt schon deinen Namen, du versuchst die Muslime in Ehre zu bringen. Erklär uns das. Das ist keine Leseart, das ist Widerspruch. 6 oder 8? Der Heilige Geist hat gesagt zum Lukas 6, 8, zum Matthäus 6, 8 und 6. Was ist jetzt? 6 oder 8, kümmere um dein Buch und dann komm diskutiere über Islam. Deswegen wollen wir nicht debattieren. Aber das sind jetzt so Widersprüche, wo sich die Christen immer wieder rausreden und versuchen durch viel Philosophie das irgendwie passend zu machen, was nicht passend ist. Wie immer sage ich, mal jonglieren. Gibt es, genau, ja. Aber gibt es auch im Christentum, weil wir wissen ja, im Christentum gibt es viele Bibeln, ist es genau wie im Islam, dass sie auch verschiedene Dialekte haben, oder nein. Das wirklich Bibelversionen? Nein. Das heißt, unterschiedliche Bibel. Ja, richtig Bibelversionen. Woran merkt man das? Das merkst du zum Beispiel sogar, ladet euch runter, da gibt es eine App, was wir haben. Mhm. Diese, da sind so vielleicht 20 oder so, Bibel, Elbe,
Schlacht 2000 oder Schlacht 1900, wie heißt das? Die andere? Neue Weltübersetzung. Neue Weltübersetzung. RSV, Revised Standard Version, King James King Version. James, ja. Und vergleiche zum Beispiel die Verse. Du findest eine, Verse werden die verändert bei der Minute. Und jeder glaubt mir, ja, haben die was richtig. Wirklich, das wird verändert. In dieser Vers sagt zum Beispiel in Matthäus 19, glaube ich, mhm. Und das werde ich dann eine Überraschung, weil die sagen immer zu uns, dass wir quasi haben junge Frauen im Paradies, weißt du? Nicht jede. Aber steht auch in der Bibel, Matthäus, weißt du? Ja, 19, glaube ich, 28. Ja, wer lasst diese, sagte, wer lasst seine Frau, seine Kinder, seine Macht, seine Besitz, seine Kinder, seine Vater, seine Mutter, mhm, und seine Weib, das heißt er, seine Frau, bekommt 100-fach. Also wir bekommen 72, aber ich bekomme noch mehr als 100-mal im Paradies. Da gibt es andere Bücher, die gleiche Vers, glaube ich, Matthäus 19, 28, so. Ja. Die gleiche Vers haben die dieser Weib weggegeben. Zum Beispiel, da kannst du selber, was, dass wir nicht sagen, Muslim, ihr habt auch Frauen im Paradies. Aber das ist jetzt zu detailliert, da müsste man sich sehr beschäftigen, damit man diese Fehler finden. Gibt es Versionen, die jeder Laie sofort sieht? Wie zum Beispiel, dass die Orthodoxen eine andere Bibel haben, die Protestanten, die Evangelikalen. Ja, ach, ich schon, ich habe ja gesagt, die einen haben 66 Bibel. Also ja, 66 Bücher, die andere, und die katholisch haben 72 Bücher. Das ist das. Welche stimmt jetzt? Welche stimmt, weißt du? Weil die sagen ja, es gibt nur eine Bibel, aber unterschiedlich übersetzt. Was ist jetzt die richtige? Die von den Orthodoxen oder Protestanten? Ja, genau. Weißt du, welche? Und die sagen, na, sind die gleich. Und das stimmt nicht, das sind nicht gleich. Da gibt es eine super App, heißt, es steht nur Bibel, so braun, du kannst du runterladen, kostenlos. Also da, zum Beispiel, da gehst du, da findest du, zu viel, Elbe 71, Elbe, Schlachte 2, Elbe, zu viele Versionen nachher. Und wenn du dich damit beschäftigst und rein, du findest wirklich, das ist Unterschied. Es ist wirklich richtig, Unterschiede, die tun, Worte dort weg, Worte dort zufügen. Mhm. Zum Beispiel, schau nachher, wir haben, die gibt es diese Abrogation. Abrogieren, ja. Abrogieren. Zum Beispiel gibt es drei Arten von Abrogation. Okay. Gibt es drei Arten. Erste Art ist abrogieren Vers, okay, und Hukum, Urteil. Mhm. Zweite Art, Vers bleibt, aber Urteil wird abrogiert. Okay. Oder der dritte Teil, Urteil bleibt, aber Vers wird abrogiert. Schließlich wird weg vom Koran. Mhm. Und die sagen, das ist Widerspruch. Das ist nicht Widerspruch, weil Jesus auch abrogiert. Er sagt, es ist euch gesagt, wer lasst sich scheiden, sollte eine Vertrag hätte Zettel geben seiner Frau. Aber ich sage euch, wer lässt sich scheiden seiner Frau ohne einen Grund, er zwingt sie zu Unzucht zu begehen. Und wer sie heiratet, ist Unzucht. Das ist sehr krank. Das ist nicht von Jesus, das glaube ich nicht. Aber das ist auch abrogiert von immer, von je, von Moses. Also das ist Abrogation. Das ist Unterschied zwischen Abrogation und Unterschied zwischen Versionen. Verstehst? Mhm. Versionen, wenn zum Beispiel in King James Version, vor euren Augen, da habe ich King James Version, 1. Johannes 5,7, was der diese Johannes Komma, 1. Johannes 5,7, drei Zeugen im Himmel, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, diese drei sind eins. In aller neuen Übersetzen, Bibel, dieser Vers existiert nicht. Ist nur in King James Version. Wieso auf einmal nicht? Weil sind drauf gekommen, dieser Vers ist zugefügt im 15. Jahrhundert, 1500 nach Jesus. Haben die zugefügt. Warum haben die? Weil haben den Grund, weil die Falschkeit. Aber es ist nicht klar in der Bibel. Wo ist die Dreifaltigkeit? Dass diese drei sind eins. Wo ist es? Weil sie sagen, das ist drei. Ja. Dann haben die eine Vers gebastelt. Und diese Leute suchen einen Fehler in unserem Koran. Verstehst du? Das ist krank. Wenn ich ein Auto habe, die kaputt ist, dann versuche ich mein Auto zu reparieren. Aber nicht schaue ich dann ein anderes Auto und sage, hey, dein Auto ist schier, ist kaputt. Ich habe ein Dreckauto, ich soll mein Auto erst reparieren. Weißt du, so in ihrem Bücher bitte, Markus endet mit 16,9, 16,8 und nicht mit 16,20. Und das ist arg, wenn diese Leute sagen, ja, wir sind Gläubiger, dann trink Gift, steht in Markus. Was ist Gift? Ja, dann trink, was steht dort? Wer an mir glaubt, der trinkt Gift und da passiert ihm nichts. Dann trink Gift. Subhanallah. Ja? Also fordert Gott sie in der Bibel auf,
Gift zu trinken, um ihren Glauben zu überprüfen. Ja. Subhanallah. Ja, wenn du gläubig bist, dann trink Gift. Und dann sind darauf gekommen, dass diese viele Leute haben das probiert und sind tot. Und da sieht man sogar, wie die spielen, die sind in Amerika mit Schlangen. Viele Leute sind tot, haben dann gebissen. Die Schlangen sind tot. Weil die sagen, na, wir glauben an Jesus und so. Aber dieser Vers ist Verfälschung. Dieser Vers ist Verfälschung. Es kann nur verfälscht sein, Achi. Ich meine, wenn man diesen Vers jetzt auf den Koran impliziert und vergleicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen herausfordert, besonders die Kuffar, die nicht an den Islam glauben, und vergleicht mit der Bibel, dann merkt man schon Unterschiede. Allah fordert die Menschen zum Beispiel im Koran auf, wenn sie nicht an den Koran glauben, dann sollen sie Widersprüche finden. Beispiel. Ja. Aber in der Bibel ist es, wenn du gläubig werden willst, dann trink Gift. Was ist das? Weißt du, was ich meine? Das kann nicht von Gott kommen. Ja. Aber wie dem auch sei, ist doch egal. Zurück zum Koran. Wie wurde der Koran nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam weitergeführt? Der Koran? Ja. Oder war der Schluss? Der Koran, sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ja. 23 Jahre hat der Koran bekommen. In letzter Jahr, Jibril ist gekommen, mhm. zweimal, hat ganze Koran mit ihm wiederholt. Und dann nochmal wiederholt. War Sa'd ibn Mu'adh dabei und andere Sahabi war dabei, das heißt, hat mitbekommen. Weißt? Und da waren die Zeuge auch, weißt? Und haben die gesehen. Und dieser Koran, was am Ende, was der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mit den sieben Arten von, ja. hat das wie Test gemacht mit oder Check-Control mit Jibril, mit Gebrail. Ah, okay. Engel. Erledigt Thema, erledigt. Das ist der letzte Vers, der letzte von Koran. Koran ist fertig und so ist euer Koran. Dann wird er ganze Koran geschrieben. Mhm. Ganz Koran. Und wird er zum Beispiel Hafsa, ja. hat sie einen Koran. Gibt es auch Aisha. Wir kommen zum Khalifa Uthman ibn Affan, die sagen, hat verbrennt Koran und dann machen sie es, oh, verbrennt, hat nicht verbrennt Koran. Das wäre meine nächste Frage, wenn der Koran doch wahrhaftig ist und Allah subhanahu wa ta'ala den Koran, so wie es im Koran steht, wir werden ihr Hüter sein, warum lässt es zu, dass er ein Mensch den Koran verbrennt? Genau. Das ist doch die Verbrennung, die Verbrennung, die reden, die Christen, warum haben die ein Problem mit Verbrennung? Weil bei denen Verbrennung bindet sich mit negativ ein okay. Druck. Weil bei denen, wer kopiert Bibel damals, mhm. wird verbrannt. Wirklich? Ja, ich kann dir sogar William Tyndale, glaube ich, das war, haben ihn verbrannt lebendig. Glaube ich, William Tyndale. Und viele. Die dürfen, ja, die haben Angst, dass der Koran, dass der Bibel zu dem Menschen geht. Bei uns nicht, umgekehrt. Der Koran wird für die Kinder beigebracht, für alle, verstehst? Mhm. Dass die das verbreiten, die Menschen. Und dann Uthman ibn Affan hat gehört, dass da viele Leute, was haben die auch Korane geschrieben und so selber, und da haben die Kommentare dazu, weißt du, geschrieben, Kommentare mhm. dazu. Zum Beispiel, er schreibt Vers und noch dazu Kommentar, was bedeutet diese Vers? Ah, okay. Uthman ibn Affan hat alles versammelt, mit alles Sahabe, mhm. haben die gesagt, ja, das ist der Koran, der letzte, was Jibril offenbart. Weißt du, mit Abrogation, alles weg, alles, was ist, wie die Steinigung, Verse, wie Stille, die Stille, was die, diese. Deswegen die wollen wir nicht debattieren, weil diese Idioten nutzen die das aus, die fünf Stile und so. Alles ist erledigt, das ist unser Koran, letzte. Dann von diesem Koran, ein Typ, und du weißt du ganz genau, ich rede über dich, er sagt zu einer, heißt der Vanisse, haben gibt sechs Koran. Uthman hat sechs Korane gemacht. Sechs nicht Korane, ein Koran sechsmal kopiert. Und die gleiche Koran sechsmal verteilt auf die. Also es war dasselbe Koran. Selbe Koran auf die Empire kopiert. Kopiert und hat das gegeben zu. Mhm. Hat das in der islamischen, verteilt nach Syrien, im islamischen Kalifat, Kalifat verbreitet. Verbreitet. Die gleiche Städte. Genau, gleiche Koran. Okay. Aber wir haben sieben Arten. Mhm. Lesearten, sieben Dialekt, weil wenn die damals haben die angefangen zum Islam zu annehmen, die Leute gehen zum Beispiel, die können nicht sagen Dad, Harf, dieser Buchstabe Dad, mhm. da gibt es Harf mit K, weil gibt es bei uns K, K, das ist schwer. Und da gibt es, sagt zum Beispiel, die kommen und sagen, zitieren Koran, aber zitieren das nicht richtig. Aber gibt es ein Synonym, Wort für den gleichen Wort, aber gibt es ein anderes, wo der er das aussprechen kann. Verstehst? Mhm. Dann ist es richtig, wie ich gesagt habe. Ehdine leitet uns recht und Irschidne leitet uns auch recht. Das Gleiche. Aber es ist anders ausgedrückt.
Und aber das gleiche Koran, wir haben den Koran von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich kann euch zeigen, vielleicht wie blinden das, inshallah, auf den Screenshot. Ich zeige euch zum Beispiel einen Hafiz, ein Qari, Koran. Ja, ein Rezitator. Ein Rezitator. Zeig euch, wie er von seinem Sheikh, von seinem Sheikh, von seinem Sheikh, bis Allah azza wa jalla zieht ein Zertifikat. Und nicht die Bibel, die wissen nicht einmal, wer hat das geschrieben. Und du wirst über unseren Koran diskutieren. Sogar der Koran von Sheikh, von seinem Sheikh, zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Ketten geht zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zum Jibril, Jibril, Allah lauh al-mahfuz. Walla, Bruder, wir können das inshallah blenden. Inshallah. Das ist alles Beweise, Bruder, dass der Koran ist geschützt von Allah. Zurück zu Uthman radiallahu anhu. Warum hat er jetzt diese Koran-Exemplare verbrannt damals? Ja, dieser verbrannt, dass er keine Fitne steht, weil der viele Leute zum Beispiel schreibt Koran, schreibt wie gesagt Kommentare dazu. Und dann Leute, dass dir nichts passieren, weißt du, wie es passiert mit der anderen Schrift, dass die Leute glauben, na, das gehört dazu. Deswegen hat das verbrannt. Ali radiallahu anhu sagte, Ali, er sagte, wäre ich in Zeit Khalife wie Uthman, hätte ich das gleiche gemacht. Alhamdulillah. Aisha war, radiallahu anha, die Gelehrte, unsere Mutter Gelehrte, war dabei. Ibn Mas'ud war dabei, alle waren dabei. Die meisten Sahaba. Alle waren dabei und haben gesagt, das ist der Koran, der letzte Koran, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht und uns gelassen. Also die haben alles nochmal bestätigt, dass es derselbe Koran ist. Derselbe Koran. Und kein anderer. Und diese Leute, subhanallah, die niedermal eine Originalschrift, die wissen niedermal, die Markus, wer ist Markus oder Kokos oder Bukus, wer ist das? Die wissen niedermal, wer sind und diskutieren über Koran. Das ist so einfach, weil, wie ich gesagt habe, ich habe ein Direktauto und ich lache andere Auto. Das geht nicht, Bruder. Schau, oder zum Beispiel reden die hier von Koran und Verbrennung und ihr habt Menschen verbrennt, weil die Bibel übersetzt wird. Was redest du da? Wir haben keine Angst, wir verbreiten Koran, wir lesen das vor unseren Kindern, wir sind stolz. Und wir haben keine 1000 Koran, wir haben nur ein Koran mit verschiedenen Leserarten. Und inshallah machen wir vielleicht noch Videos, dass wir noch mehr erklären. Das ist unser Koran. Und wer eine Frage hat, der sollte fragen. Und noch ein sehr wichtiger auch Thema, die sagen, dass das Ibn Mas'ud hat den Mu'awwidhatan, Qul huwa Allahu Ahad, Surah 113. Genau, genau, es gibt ja verschiedene Exemplare, die einen haben 116 Verse, Suren, die anderen 114, die anderen 110. Genau, was, 111. Was genau das ist Ganze, das? Wenn ich dir gerade was lache, schau, Ibn Mas'ud, Achi, schau, du bist kein Arab, oder? Rezitiere bitte Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Umiddin, Iyaka Na'abudu wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Brauchst du das zu schreiben? Nein. Ibn Mas'ud hat das nicht geschrieben auf seinem Koran, weil er kennt das, weil er betet, was nicht, mindestens 17 Mal mit dieser Sura. Und Sura Mu'awwidha, قل أعوذ برب الناس, قل أعوذ برب الفلق. Jeder Muslim kennt das. Genau. Sogar mein kleines Kind kennt das daheim. Also hat das nicht geschrieben. Das heißt ja nicht, dass ein Koran weniger oder glaubt an diese Sura nicht. Weil er zitiert auch Koran mit dieser Sura und das ist auch in vielen Hadithen. Also, dieses Argument, schwach. Okay, dann Koran mit 116. 116, das ist die Dua al-Qanut, heißt es, al-Haft, Dua, das ist al-Haft. Die gibt es Leute, haben das geschrieben dazu beim Koran. Ah. Al-Haft, kann die das sagen? Das ist Dua al-Qanut. Das kennen wir alle, was? Ja, das wird auch rezitiert zu Ramadan. In Qiyam al-Layl. Genau. Al-Haft wal-Khala. Und dieser Haft wal-Khala wird rezitiert im Koran. Dies gibt es Leute, haben die geschrieben dazu im Koran. Verstehst du? Am Ende. Ja. Und das heißt nicht, das gehört zum Koran. Verstehst du? Das ist ein Dua al-Qanut. Jeder kann das. Ja. Aber gibt es Leute... Das ist ein Bittgebet. Ja, genau wie zum Beispiel auf der Bibel schreiben die Leute... Oder zeichnen die am Ende oder am Anfang diese Matte von Arabien dort, wo Jesus, wo Paulus gewandt. Gehört das auch Bibel? Nein. Hier ist das Erklärung. Genau auch diese Surat al-Haft. Aber das Problem, wenn du kommst und ein Buch zwei Kapitel weggibst,
das ist ein Problem, wie Daniel steht, der Buch Daniel steht jetzt 12 Kapitel, aber andere Bücher haben die 14 Kapitel. Tazi zum Beispiel. Das ist heftig. Frag nach eurem Buch, nicht unsere. Wir haben alles dokumentiert. Walhamdulillah. Oder die Frage wäre dann wieder, warum gibt es im Protestantentum weniger oder mehr Bücher als wie im Orthodoxentum? Das ist wirklich eine, wie soll ich sagen, eine schwerwiegende Angelegenheit. Ja, das ist. Ach, schon. Wie ich dir gesagt habe, wenn ein Mensch, ein trunkener Mensch, weißt du, in einer Ossian nachher, hat keine Chance, weil er sieht auch eine Stroh, der versucht zu halten, aber der wird ihm nicht helfen, wird mit ihm singen. Er versucht zu halten, ja, weißt diese Stroh, das Atmen. Gibt es Leute, diese Missionare, falsche Missionare, gibt es hier ehrlich, die fragen ganz normal, nett, diese falschen Missionare, weil die haben das Islam nimmt denen die Sicherheit von unter ihren Füßen, verstehst? Deswegen versucht zu halten und lügen. Und ich weiß nicht, was der. Und machen die Tafsir selber, weißt du, vom Koran? Mm-hmm. Die legen den Koran selber auf. Selber! Achi, wie ich gesagt habe, da gibt es eine, diese Prinzessin, du heißt Achi, er kann nicht einmal Englisch. Und jetzt macht er den Koran auf Englisch. Er will übersetzen. Er sagt, diese Übersetzung von großen Gelehrten, weißt du? Gibt es einen großen Gelehrten, sogar Amerikaner, Englisch, die herrschen über ihre Sprache, aber die können auch gut Arabisch. Die haben Islam angetreten, haben das übersetzt. Nein, die lügen, aber ich übersetze euch gut, aber er kennt nicht einmal eher Englisch. Das ist so, wie wenn wir Muslime auf einmal eine Bibel herausbringen, die wir halt auslegen. Das würde kein Christ der Welt akzeptieren. Niemals. Niemals, Achi. Achi, schon, am Beispiel Allah sagt, wenn ihr verzweifelt, bring eine Sura. Ja. Bring. Achi, unmöglich. Wallahi, ich kann Arabisch, ist unmöglich. Wallahi, wenn die Christen, arabische Christen, die ehrlich sind, die mit Christen, die nicht Arabisch stehen, wenn ihr seid ehrlich und sagt denen das, das ist unmöglich und ihr wisst das ganz genau. Unmöglich nach Amen der Koran. Unmöglich, Bruder. Das ist schwer. Dieser Style, Grammatik und gleichzeitig Scharia, das Gesetz, alles. Und Geschichten. Geschichte, alles. Weisheit. Subhanallah, Weisheit. Wissen. Achi, unmöglich. Nach Amen und nach Machen Koran. Unmöglich. Also über die Wunder des Koran können wir ein anderes Video inshallah machen. Darüber gibt es wirklich viel zu berichten. Möchtest du als Schlusswort unseren lieben Geschwistern und Zuschauern noch etwas mitgeben? Ja. Also, wenn ihr noch eine Frage habt, bitte nicht fragen einen Murtad, angebliche einen Tag Muslim und auf einmal passt ihm nicht Islam. Nein, bitte. Diese Leute, die machen das Tricks. Gehst auf Internet, schreib Fake Muslim. Du findest 1000. Wie diese Argen oder wie heißt das, die sind. Leute, die haben mit Islam nichts zu tun, nur vielleicht Namen oder so, und auf einmal Ex-Muslim. Wenn ihr Fragen habt, bitte von uns fragen, Schürfragen, Quellen holen, von Quellen, und nicht von Feinden. Wenn ich will zum Beispiel wissen über Christentum oder Judentum oder Buddhismus, ich gehe zu diesen Leuten und ich frage ihn über seinen Buddhismus, über sein. Wie letztes Mal habe ich gedacht, das ganze Zeit, dass die Indianer beten Kuh. Ein Inder kommt zu mir und sagt, nein, stimmt nicht. Es gibt sehr verschiedene, die sehen das alles heilig und ich habe ein paar Schrift gelernt, gelesen von der. Aber es ist was anderes. Ich gehe zu der Person, der verantwortlich für sowas. Wenn ich ihm widerlegen kann oder sage ihm, das ist falsch, dann ist was anderes. Aber nicht, du gehst zu einem Feind des Islam, du willst von ihm lernen über Islam. Wallah, ich hab noch eine. Da gibt es eine Schule, auch Schule, was in Deutschland hat mich gefragt. Haben sie ihm gesagt, du musst deine Themen suchen. Hat gesagt, ich will dein Thema über Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ich finde, das ist so arg, Frechheit. Da haben sie ihm gesagt, er muss von dieser Hamad Abdus-Samad Bücher lesen. Das ist arg. Es ist wie, über Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, muss sie lernen, oder über Jesus, sallallahu alaihi wa sallam, muss sie lernen, von den Feinden Jesus. Das geht nicht. Die Leute, die verleugnen Jesus. Ich muss von denen ihren Büchern lernen. Das geht nicht. Verstehst du? Deswegen, du kannst nicht gehen zu einem Mensch, Subhanallah, der lügt 24 Stunden über Islam und lerne von ihm. Das ist. Da wirst du nicht die authentischen ich Aussagen finden. Ja, ich habe Ohrschmerzen. Ich gehe, was nicht, Drogerie oder keine Ahnung, oder Schuhreparatur. Ohrschmerz geht zum Hahn oder Arzt. Ich will wissen über Islam, dann gehe ich zu Muslimen, ihrem Quelle. Und schaue. Allah sagt im Koran zum Beispiel, Allah ist der Schöpfer der Welt. Ich schaue in meine Bibel, ob das stimmt oder nicht. Ja, es stimmt. Okay. Allah sagt, es ist eins. Schau in die Bibel, ja, es ist eins. Ja, stimmt.
da sind diese, du musst so machen. Aber nicht, gehst du Feind des Islam, keine Ahnung von Islam, erkenne damals Shahada, und da sagt er, ja, es ist so. Barakallahu fik, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, das war wieder sehr lehrreich. Möge Allah uns bewahren und recht leiten, liebe Geschwister im Islam und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر